Der Narzissten, Heulsusen, Wutmodus. Wer mit einem Narzissten zu tun hat, ganz gleich ob im Beruf oder der Beziehung, der weiß, wie sehr man diese Menschen mit Samthandschuhen anfassen muss. Schier alles kann sie kränken, jede noch so gut gemeinte Handlung den Narzissten verletzen. Das Problem: Während wir mit unangenehmen Situationen für uns umgehen können, straucheln Menschen wie Narzissten mit ihrem unrealistischen Selbstbild regelmäßig dann, wenn deren Bewältigungsstrategien versagen, wenn ihre Illusion der Perfektion in der Realität versagt. Dann kann es zur narzisstischen Krise kommen und dann ist es auch nicht mehr weit, bis es zum narzisstischen Wutausbruch kommt. Wut ist ein Zeichen von Verzweiflung, von nicht mehr weiter wissen. Und dann werden die ach so großartigen Narzissten zu echten Heulsusen. Dann kommt das in der mental-emotionalen Phase stehen gebliebene Kleinkind zum Vorschein. Sie werden ungerecht, erniedrigend, irrational und passiv-aggressiv. Ihre narzisstische Wut ist ein Nebenprodukt ihrer Persönlichkeitsstörung und Ängste. Sie vertrauen niemandem, auch dem eigenen Partner nicht. Sie sind ich-bezogen, befürchten, jeder stelle sich gegen sie. Kurz, sie trauen all das anderen zu, was sie selbst tun. Sie haben große Verlassensängste und fühlen sich minderwertig, haben Probleme mit unterdrückten Schuld- und Schamgefühlen und all das kommt in ihrem Wutausbruch zum Ausdruck. Doch anstatt zu sagen, okay, ich muss mal schauen, was da bei mir im Argen liegt, wo meine Schuldanteile liegen, und anstatt selbst zu reflektieren, gehen sie direkt über in den Wutausbruch, der nichts anderes als ein Kinder-Heulsusen-Modus ist. Wenn dir das Thema gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. Ein Narzisst im Heulsusen-Modus? Sind das nicht meist übermäßig selbstbewusste, zur Arroganz neigende Menschen? Nach außen ja, und man wird ihnen auch kaum ein Tränchen nachweisen können, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Aber in ihrem Verhalten sind es die Heulsusen-Champions des Universums schlechthin. Ihrer Ansicht nach hat ja immer ein anderer versagt, wenn der Narzisst ein Problem hat. Im Zweifel auch der Partner. Und so äußert sich das hilflose Heulsusen-Gehabe in ihrer Wut immer in einem permanenten Beschwerdemodus. Ja, du hättest das so und so gemacht. Besser wär's gewesen. Die auf dem Amt sind alles Idioten, weil die werden schon noch merken, dass ich recht habe. Narzissten können zwischen der Helden- und der Opferrolle hin und her schalten. Entweder sind es großartige Helden oder fast schon Märtyrer in ihrer Opferrolle. Niemand im gesamten Universum wurde so hintergangen wie ich. Sie laden alle, auch ihre emotionalen Defizite, auf anderen ab. An mir kann es nicht liegen, es muss deine Schuld sein. So ist das Heulsusengehabe in Form des Wutausbruchs auch immer die Suche nach jemandem, dem man die Schuld zuschieben kann. Kein Wunder, sind Narzissten doch Meister darin, sich selbst in missliebige Situationen zu bringen und anderen dafür die Schuld zuzuschieben, genau für den Müll, den sie selbst verursacht haben. Mit ihrem Wutausbruch kommt auch das Gejammere nach mehr Anerkennung und Bewunderung zum Ausdruck. Hier ein paar allgemeine Beispiele, die eine narzisstische Kränkung auslösen können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Zum Beispiel Neid auf die Leistung oder das Eigentum anderer, das sie nicht haben. Zum Beispiel alles, was der Narzisst als Kritik auffasst, wenn er nicht die bevorzugte Behandlung erfährt, die er erwartet hat und glaubt, verdient zu haben.
wenn seine Ideen nicht umgesetzt, sondern abgelehnt werden? Wenn er glaubt, andere würden ihm gegenüber bevorzugt behandelt werden, was er wiederum für sich beansprucht? Wenn seinen Regeln und Anordnungen nicht nachgekommen wird, an die er sich übrigens selbst nicht halten muss? Wenn er nicht im Mittelpunkt steht, egal wo, in welcher Situation, wenn er sich wegen anderen irgendwie einschränken oder zurückhalten soll, wo kommen wir da hin? Ein Narzisst ist auch deshalb so krankhaft verletzlich, weil er ständig Ablehnung befürchtet und glaubt, nicht gut genug zu sein. Er fürchtet, die Bewunderung bei anderen zu verlieren. Seine illusionierte Großartigkeit darf daher niemals angetastet werden. Ablehnung haben die meisten Narzissten in der Kindheit mehr als genug erfahren, diese Goldkinder mal ausgenommen, verhätschelt. Aber diese Ablehnung haben sie mehr als genug erfahren und so etwas möchten sie nie wieder zulassen. Die kleinste Kleinigkeit kann also diese echten Scham- und Minderwertigkeitsgefühle im Narzissten auslösen. Und diese dürfen seine gefakte Großartigkeit natürlich nicht gefährden. Nachdem wir gerade darüber sprachen, was eine narzisstische Kränkung auslösen kann, hier ein paar Reaktionen, die auf eine narzisstische Kränkung erfolgen können, ja, und natürlich wiederum keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Also was könnte er tun, wie könnte er reagieren, wenn er gekränkt wurde, sich gekränkt fühlt? Er erniedrigt andere dann mit Sarkasmus und Ironie. Zum Beispiel, er vergisst nie Elefantengedächtnis in dieser Sache und kann Wochen und Monate nach dem Vorfall noch verbal zurückschlagen. Aber wenn du ihn auf was erinnerst, was er tun wollte, Müll runterbringen, das hat er vergessen. Es kann zu körperlicher Gewalt, gerade bei malignen Narzissten, kommen. Kontakte zum Auslöser werden abgebrochen oder Silent Treatment für einige Zeit angewandt, solange bis er glaubt, der andere ist jetzt bestraft genug. Er könnte seinen Zorn an Gegenständen auslassen. So, jetzt habe ich aber die Schnauze voll und schmeiß das Handy oder Laptop aus dem Fenster. Er fährt Schmierenkampagnen gegen andere. Das könnten so Reaktionen sein. Mit einem narzisstischen Wutausbruch kommt immer das bockige Kleinkind zum Vorschein, dass sie noch immer mental, emotional im Körper eines Erwachsenen sind. Für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren jünger mag das ja normal sein. Sie verfügen noch nicht über Lösungsstrategien, Bewältigungsstrategien für den Alltag und das Leben. Sie haben noch keine entwickelt. Dafür sind es ja Kinder. Sie malen die Tapete im Wohnzimmer vor den Augen ihrer Eltern mit Wachsmalstiften an und behaupten steif und fest, sie wären es aber nicht gewesen. Verantwortung zu übernehmen ist Kleinkindern unbekannt. Aber ein Erwachsener sollte das doch können, oder? Narzissten eben nicht. Und so verweigern sie auch als Erwachsene bekannterweise noch Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen. Mit ihrem kindlichen Heulsusengehabe, in Form des Wutausbruchs, zeigen Narzissten ihre Unbeholfenheit, Probleme anzugehen, sich ihnen zu stellen und diese aufzuarbeiten. Das gilt für ihre eigenen inneren wie auch für die äußeren. Wenn man Betroffener eines narzisstischen Wutausbruchs ist, also das miterleben muss, dann sollte man ihnen weder zustimmen noch ablehnend gegenüberstehen. Vielleicht versucht man, milde auf sie zuzugehen und ihnen die eigene Sicht der Dinge darzulegen. Langfristig, fürchte ich, wird das jedoch diese Menschen nicht ändern. Schon gar nicht, wenn man sie auf ihre Wutausbrüche hin attackiert. Distanz dürfte dann die einzige Lösung für den Erhalt des eigenen Seelenheils sein. Denn heilen kann man diese Menschen auch mit noch so viel Liebe leider nicht.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.